Hier ist die Rotkäppchen-Gang und hier seht ihr schon mal den Eingang vom Rotkäppchen-Park. Aber mehr zeigen wir euch nach einem kleinen Interview mit dem Bürgermeister von Niederer Fläming, Matthias Wäsche. Hallo Herr Wäsche, wir sind Hallo. Die Rotkäppchen-Gang und wir möchten Ihnen heute ein paar Fragen stellen zum Thema dem Rotkäppchen-Park. Gerne. Die erste Frage ist auch schon, wann wurde der Rotkäppchen-Park gebaut? Der wurde nach der Wende Anfang der 90er Jahre gebaut. Wer hat den Rotkäppchenpark eigentlich gebaut? Den haben einige engagierte Einwohner aus Wiepersdorf gebaut, weil die im Wald da vor Ort Überreste vom Großmutters Häuschen gefunden haben. Und existiert die Rotkäppchenbank noch? Leider nicht mehr. Die Rotkäppchenbank, die war ganz alt und ist mittlerweile zerfallen, sodass aber der Rotkäppchenpark, den gibt es noch. Wie wurde der Rotkäppchenpark bekannt? Naja, der Rotkäppchenpark wurde bekannt, wo der damals aufgebaut wurde. Waren ganz viele interessierte Leute da, auch die Zeitung, und die haben darüber berichtet. Und so hat sich das mittlerweile dann rumgesprochen, auch durch Mundpropaganda. Und wie alt ist der Park denn eigentlich? Naja, es werden jetzt so 30 Jahre. Wer kam auf die Idee, den Rotkäppchenpark neu, also den richtig so aufzubauen? Damals oder jetzt heute? Jetzt heute. Ja, in Wiepersdorf gibt es einen Verein und der Verein hat sich auf die Fahnen geschrieben, unter anderem auch den Rotkäppchenpark nach und nach wieder aufzuhübschen, sodass der für Jung und Alt weiter interessant bleibt. Was muss man alles im Rotkäppchenpark beachten? Ja, der Rotkäppchenpark befindet sich ja im Wald. Also muss man zum Beispiel jetzt im Sommer gucken, bei der Waldbrandstufe, dass man da nicht im Wald raucht oder ein Feuerchen macht und dass man seinen Müll wieder mitnimmt und ja, alles so ordentlich und sauber hinterlässt, wie man es vorgefunden hat. Was gibt es alles im Rotkäppchenpark? Ja, man kommt im Rotkäppchenpark rein und dann kann man sich erstmal über mehrere Schautafeln informieren, wie das zu diesem Rotkäppchenmärchen überhaupt gekommen ist. Dann haben wir auch über die Waldtiere eine Tafel und das Rotkäppchenmärchen an sich kann man sich auch angucken. Dann findet man noch einen alten Brunnen, der damals von Großmutters, der neben Großmutters Haus stand. Ein paar Überreste von Großmutters Haus. Und wenn man dann sich ausruhen will und Picknick machen will, findet man auch noch eine kleine Schutzhütte. Okay, das war's auch schon. Vielen Dank, dass Sie uns unsere Fragen beantworten konnten. Sehr gerne. Das war der Rotkäppchenpark. Und jetzt reden wir noch ein bisschen über die Jugendräume in Niederer Fläming. Hallo. Was hältst du über das Thema Jugendräume? Also ich finde, es ist schon eine gute Idee, wenn man mehrere Jugendräume hier in der Gegend hat. Ich war selbst noch nicht in einem, aber ich bin mir sicher, das würde den anderen Jugendlichen auch sehr gut gefallen. Okay. Findest du, es gibt zu wenig oder zu viele Jugendräume? Ich finde schon, es gibt sehr wenig Jugendräume hier und man könnte schon so ein paar noch mit reinbringen. Hast du vielleicht Freunde, die auch mit in den Jugendraum kommen könnten, weil dann könntet ihr euch ja auch da öfters treffen? So. Ja, wahrscheinlich dann auch viele meiner Freunde, so wie meine Klasse oder so, dass wir uns dann halt auch öfters verabreden würden und dort. Willst du jemanden, der jetzt so aufpasst oder nicht so? Eigentlich nicht, weil ich finde, ab 11 oder 10 Jahren kann man schon gut auf sich selbst aufpassen. Okay.
hättest du vielleicht so eine Idee, wo man jetzt einen Jugendraum machen könnte? Also vielleicht eher so in einem großen Dorf, was von anderen Dörfern leicht hinzukommen ist, weil man dann irgendwie dort auch schnell sich treffen könnte. Halt. Mhm.